Und sie läuft jetzt die Aufzeichnung und würde das Wort an den Harald übergeben und auch dein Video einschalten. So. Harald, deine Bühne. Harald, noch nicht deine Bühne? Ach, Harald hat keinen Ton. Ah, Moment, Moment, Moment. Ja, aber du müsstest eigentlich. Kannst du nicht? Warum? Hast mich stumm. Ist alles So. stumm geschaltet. Ja, aber eigentlich habe ich dich gerade wieder so. Ah, jetzt. So, Aufzeichnung läuft. Harald kann sprechen. Hörst du mich? Ja. Ach so, ja, dann passt wunderbar. Sorry, ich habe jetzt bei mir noch das Zeichen für Stummschaltung da gehabt, darum hat mich das jetzt gewundert. Ja, also klappt wunderbar, ihr hört mich. Ja, wir hören dich. Nur ich kann antworten, aber ich schalte mich jetzt auch stumm, dass unsere Hintergrundgeräusche auch wechseln. Alles klar, wunderbar. Ja, dann herzlich willkommen nochmal und vielen Dank, Simon, für die Einladung zum Akademie-Talk. Live dabei sein ist natürlich immer noch ein ganzes Eck schöner, in dem Fall jetzt per Video. Wir lernen ja langsam in der digitalen Welt, dass die physikalische Anwesenheit das zwar immer noch das höchste Gut ist, aber man mit Video und mit den ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, eigentlich da auch schon relativ nah hinkommt und damit vor allen Dingen in solche Situationen wie jetzt. Ich habe vorher einen Termin, ich habe nachher einen Termin, ich könnte einfach sonst nicht dabei sein. Also von daher vielen Dank für die Einladung. Ich gebe euch einen ganz kurzen Durchlauf sozusagen durch die Folien, die wir jetzt haben, und würde euch da einfach ein bisschen einen Hintergrund geben, was wir bei Continental im Moment zu dem Thema New Work Style machen. Das Ganze gibt es als Langvideo ja auch noch, hat das Simon schon verlinkt dann auch und auch entsprechend beworben. Grundsätzlich, wenn ich mal durchspringe, es geht um New Work Style, was ein Teil unserer Office 365 Implementierung ist. Das heißt, wir führen das bei Continental gerade weltweit ein. Eine Organisation mit 240.000 Mitarbeitern, 150.000 davon sind betroffen. Und ja, wir sind quasi eine Woche, bevor es losgeht. Das heißt, wir haben bis jetzt alles vorbereitet. Wir haben Piloten gemacht. Wir haben schon über die doppelte Menge an Leuten migriert jetzt, also über 10.000, als ursprünglich geplant waren, weil wir einfach sehr, sehr stark auf die Kunden eingegangen sind, also unsere Mitarbeiter, weil da natürlich sehr viele Abhängigkeiten sind, haben dadurch natürlich jetzt schon relativ gute Erfahrung, was da alles passiert. Und wie gesagt, das Projekt teilt sich einmal in das ganze Thema technische Infrastruktur und Verfügbarkeit und so weiter. Und das andere ist dann, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie ihr Verhalten auch entsprechend ins neue Jahrtausend oder ins digitale Leben auch übertragen und da wirklich auch was davon haben? Wenn man das Ganze mal anschaut, dann ist das eingebettet bei uns jetzt nicht als irgendwo gibt es ein IT-Projekt, sondern es ist eingebettet in eine, ich sage jetzt mal schon mehrere Jahre dauernde ja, Entwicklungsreise sozusagen, die uns an vielen Stellen begleitet. Also es geht um Kulturentwicklung. Wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, dass das schon seit mindestens 2011 ganz intensiv läuft mit verschiedenen Programmen. Es geht um die Rahmenbedingungen, die sich rundherum ändern. Also sei es, dass Dinge agiler werden müssen, dass wir ja, schneller agieren müssen. Mir fehlt immer noch das deutsche Wort für Responsiveness. Dann reden wir davon, dass Software jetzt nicht mehr alle 5 Jahre gekauft wird oder eine neue Version gekauft wird, sondern sie ist über Evergreen. So nennt es zumindest Microsoft, also quasi ständig im Update. Also ich kriege dadurch, dass die Software in der Cloud ist, eigentlich permanent Updates oder zumindest in sehr engen Zyklen und viel, viel engeren Zyklen als früher. Wir haben dann als nächsten Punkt natürlich noch die Tools. Auch die werden natürlich jetzt rasant schnell moderner und sie verändern sich sehr stark. Was man auch ganz, ganz positiv feststellt, ist, dass sich die APIs ein bisschen mehr öffnen. Das heißt, die Tools arbeiten besser miteinander. Früher hat man das gesagt, so diese nahtlose Integration, die ist jetzt Gott sei Dank nicht nur innerhalb eines Herstellers so, sondern auch immer mehr über die Hersteller hinweg. Das ist natürlich wünschenswert. Das ist eins, was uns so das Leben ein bisschen schwer macht. Die einzige wirklich quasi universelle Kommunikationsform ist eigentlich E-Mail und das Internet. Alles andere hat ja proprietäre Formate und wenn ich dann das richtige Tool nicht habe, kann ich mit dieser Person oder mit dieser Firma gar nicht reden. Da haben wir Hoffnungen, dass das jetzt immer schneller auch vereinheitlicht wird oder es entsprechende Aggregationslayer gibt, die das miteinander verheiratet. Unter Environment kann man sich jetzt das physische Umgebung auch vorstellen. Also wir machen sehr, sehr viel auch zum Thema neue Arbeitsplätze. Früher in der Schule hat man gesagt, Kuschelecken dazu und hat man sehr abgelehnt. Heute machen wir das in der Firma, weil man festgestellt hat, wenn die Leute einfach verschiedene Arbeitsumgebungen brauchen, dann ja, hilft ihnen das bei ihrer Arbeit. Also sozusagen, wenn ich telefonieren muss, dann habe ich ja andere Anforderungen an die Umgebung,
als wenn ich mit 10 Leuten ein Scrum-Meeting mache oder wenn ich in einem Workshop bin oder wenn ich vielleicht einfach mal nachdenken muss, weil ich irgendeine Strategie ausarbeite. Und das bauen wir weltweit in der Continental schon natürlich jetzt in die Standorte. Neue Standorte werden geplant, alte verbessert. So, und das als fünfter Punkt in dem ganzen Punkt ist es in dem ganzen Future Work Szenario könnte man sagen, ist das Thema New Learning drin. Da könnte man jetzt auch das Thema Leadership mit reinpacken, weil das auch sehr ähnlich da dran ist. Wie lernen wir denn heute? Und genauso wie bei New Work und New Learning und New Leadership und wie das alles heißt, so new ist das meiste davon gar nicht. Aber es ist jetzt eigentlich nicht mehr möglich, es auf eine Art und Weise zu machen oder auf so eine, ich sage jetzt mal, man kann die Sachen, die man früher so ein bisschen nur dem finanziellen Gewinn orientiert gemacht hat, das kann man heute nicht mehr machen. Man muss sich heute um die Menschen kümmern, man muss zuhören, man muss auf Augenhöhe gehen, respektvollen Umgang und so weiter. Das war früher scheinbar irgendwie nur für die ganz guten Führungskräfte vorenthalten. Heute, wenn ich das nicht mache, dann habe ich keine Follower, dann kriege ich keine Leute mehr einfach. Und das Thema New Learning, wie gesagt, hängt da sehr stark damit zusammen mit dem Thema Leadership, weil es eben auch wie beim Training nicht mehr so ist. Da gibt es jemanden, der weiß alles und alle anderen, die hören ganz gebannt zu und können im Endeffekt nehmen dann die Pakete entgegen. Also übrigens bei Kommunikation genauso, hat sich da auch extrem stark geändert, sondern es haben alle Leute Kompetenzen, immer mehr Leute sind beteiligt an dem Ganzen und die Herausforderung für die Führungskräfte und fürs Lernen auch ist eigentlich die Moderation des Ganzen und das Ganze so zusammenzubringen, dass es effizient ist. Schauen wir mal rein in das Projekt selber. Wir haben da eine Vision natürlich, wie bei allem anderen auch. Da gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, die da eindringen in das ganze Projekt. Ein paar davon habe ich schon genannt. Evergreen hatte ich auch schon gesagt, als eine Geschichte, die halt mit ständigen Update-Zyklen kommt. Warte mal ganz kurz, Harald. Hast du die Ja? Folien schon weitergeschaltet? Bei mir wird noch die zweite angezeigt. Nee, ich habe schon eigentlich weitergeschaltet. Auf welcher sind wir gerade? Auf der New Vision, New Workstyle Vision mit dem grünen Punkt Blueprint Healthier Answers for VUCA. Okay. Sieht man Okay. es nicht? Okay, gut, dann war das nur bei uns so. Passt. Entschuldigung. Kein Problem. Also dann gibt es neben diesen ganzen Themen Evergreen, gibt es noch diese, wir haben es New Digital Opportunities, also unsere Dokumentation in dem Bereich ist im Moment Deutsch, also inzwischen gibt es die Folien auch sorry, Englisch, inzwischen gibt es ja auch auf Deutsch und Spanisch, Französisch und so weiter. In Übersetzungen macht man in der Regel dann, wenn das Ganze soweit halbwegs steht, sonst wird man wahnsinnig. Die neuen Möglichkeiten, die in den Tools drinstecken, das ist auch ganz spannend. Wir haben die Leute gefragt zum Beispiel, was sie denn als letzte große Verbesserung von Office sich noch erinnern. Also die hatten damals, oder wie wir sie gefragt haben, zwar Office 2013 und haben sie gefragt, was das Beste war oder was sie so erinnern. Und da haben sie alle geschimpft über diesen Ribbon, der da oben drauf ist. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Also wenn das Einzige, was Ihnen einfällt, eine Verbesserung von vor 10 Jahren ist und Sie immer noch den Mehrwert nicht dran verstehen, dann ist, glaube ich, jetzt wirklich ganz dringend erforderlich, dass wir das Thema Lernen, das Thema Digital Opportunities, Effizienzen und so weiter mal genauer anschauen. Growing Challenges, glaube ich, brauche ich nicht sagen, dass das immer heftiger wird, immer schneller wird, auch von Kunden und so weiter. Und das Executive Board hat natürlich auch mal eine Rundfrage gemacht, war sehr spannend. Und hat festgestellt, viele, die Office 365 einführen, haben eigentlich gar keinen großen Mehrwert davon. Weil die Tools werden eingeführt, aber die Leute verändern ihr Verhalten nicht. Und wenn sie dann im Endeffekt das Gleiche, was sie vorher im alten Tool, im neuen auch unverändert machen, dann haben sie ja keinen Vorteil davon. Dann haben sie im Gegenteil nur die Investition der Migration, aber keinen großen Vorteil. Und das wollten wir natürlich auf jeden Fall nicht verhindern, sondern auch dafür sorgen, dass das einen echten Mehrwert bringt. Ich habe jetzt wieder weitergeblättert. Ich bin jetzt auf der nächsten Folie, wo es um das Thema New Work Style geht. Ihr seht jetzt schon auf verschiedenen Folien immer diese drei Begriffe Share, Work und Collaborate. Wir haben uns nämlich angeschaut, was ist denn New Work Style? Das ist ja auch nur so ein Buzzword. Share, Work, Collaborate sind auch Buzzwords. Wir wollen die natürlich mit Leben füllen. Wir wollen versuchen zu zeigen und erlebbar machen vor allen Dingen, dass das wirklich was bringt, sich damit zu beschäftigen. Und ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, aber die drei Dinge, wenn man sie mal in der Übersicht anschaut, dann ist das Thema Sharing eines der wichtigsten Dinge für mich jetzt, was die digitale Transformation überhaupt mit sich bringt oder überhaupt erst möglich macht. Denn Sharing ist natürlich Transparenz drin, da ist Beteiligung drin, da ist Wertschätzung, da ist alles drin, was wir heute, egal ob wir Working Out Loud machen oder ob wir über irgendwelche skalierbaren Big Data Themen reden oder über Industrie 4.0. Wenn Dinge nicht miteinander reden, wenn Menschen nicht miteinander reden, wenn wir nichts aufteilen,
Also jetzt nicht nur fertige Ergebnisse, sondern auch den Weg dahin, dann lernen wir nicht voneinander. Dann können wir uns nicht gegenseitig verstehen. Und im Endeffekt, wir haben es jetzt runtergebrochen, gesagt, wenn du bessere Antworten haben willst, dann musst du erstmal was reingeben in das Ganze, weil die Erwartungshaltung ist immer, dass das die anderen machen und man selber die Antworten kriegt. Nein, Sharing fängt mit Geben an. Das heißt, ich selber gebe erstmal das, was ich habe oder was ich weiß oder was ich glaube zu wissen oder auch die Fragen, die ich habe, was ich nicht weiß, in das Netzwerk, in die Gruppe rein und kriege damit dann bessere Antworten, weil erstmal überhaupt jemand weiß, aha, da hat jemand Fragen und andersrum, ah, da gibt es auch Antworten. Das Thema Work, okay, klar, wir sind in der Arbeit, wir sind eine Organisation, die Geld verdienen will und die Qualität produzieren will und die spannende Produkte hat. Das heißt, wir wollen jetzt die Arbeit, die jetzt über die letzten 20 Jahre natürlich immer effizienter geworden ist, war natürlich auch der Auftrag vom Vorstand, auch hier produktiver und effizienter zu werden. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur in die Effizienz, sondern wir wollen wirklich Dinge so einfach machen oder einfacher machen als bisher. Weniger Klicks, weniger Medienbrüche, weniger Aufwand mit den ganzen Dingen, aber gleichzeitig einen höheren Impact. Und da komme ich nochmal drauf, wie das dann auch geht. Und dann am Schluss natürlich noch Collaboration. Jeder, ja, wie hat man mal so schön gesagt, egoistisch, wer egoistisch ist oder sowas, wird nicht mehr erfolgreich sein. Gemeinsam sind wir stärker. Das ist so die Idee, die auch dahinter steht. Alles, was in Richtung Netzwerke geht, in Richtung Communities geht, ist ja die Idee dahinter. Lass es uns gemeinsam machen, dann wird es auch besser. Ich springe auf die nächste Folie, da gehe ich ein bisschen näher jetzt auf das Thema Sharing nochmal ein, um es nochmal ganz konkret zu sagen. Für mich gibt es da verschiedene Reifegrade, was das Sharing angeht. Also das erste würde ich jetzt gar nicht mehr als Sharing bezeichnen, wenn jemand einen PowerPoint-File in den 15. Unterordner in SharePoint reinlegt, in der Version Final Version 7 oder sowas. Das wäre für mich jetzt unter dem Begriff Sharing eigentlich überhaupt nicht mehr zu fassen, sondern das ist einfach eine Dokumentenablage. Das ist eher Daten verstecken, als dass man sie teilt. Wenn man da aber weitergeht und sagt, okay, vielleicht ist es morgen gar kein Dokument mehr oder bei uns in vielen Fällen schon seit 2012. Wir machen eigentlich nur Dokumente nur noch, wenn wir sie irgendwo verteilen müssen, aber bei denen, die keinen Zugriff auf unsere Netzwerke haben, also Enterprise Social Network. Ansonsten arbeiten wir fast ausschließlich dann in Blogs, in Foren, in Wikis. Und da entstehen natürlich die Dokumente, die früheren, die Informationen, das Wissen, während wir es uns selber erarbeiten. So, und das ist im ersten Schritt, also das Sichtbarmachen des Prozesses. Wie komme ich denn überhaupt zu dem Ergebnis? Damit werden Leute beteiligt. Also sie können da mitmachen, sie können frühzeitig Fragen stellen. Davor haben natürlich ganz viele Angst. Ist aber in der Regel nicht so, dass das mehr Aufwand macht. Im Gegenteil, es erhöht die Qualität, weil die Leute einem sehr frühzeitig dann natürlich auch Impulse geben, was geht nicht, oder Erfahrungen teilen. So, das nächste ist dann, wenn ich in meinem Reifegrad weitergehe, im Sharing, ist, dass ich natürlich ein Netzwerk aufgebaut habe und dann kann ich irgendwann Fragen stellen. Und für diese Fragen kriege ich dann, wenn ich ein gutes Netzwerk habe, auch Antworten. Das ist das, was man so typischerweise erwartet. Das ist das, was auch die meisten Leute ganz einfach noch mitgehen und verstehen. Wenn ich dann noch weitergehe und mein Netzwerk noch größer ist und noch spannender oder diverser ist, dann wird es irgendwann passieren, dass mir die Leute nicht mehr mir die Fragen stellen und ich dann die Antworten poste mit den Fragen zusammen, sondern die Leute stellen die Fragen schon öffentlich auf mein Profil. Und ich musste teilweise gar nicht mehr beantworten, weil jemand anders in meinem Netzwerk die Frage an mich beantwortet. Und ich sage dann nur noch mit Like oder ja, stimmt, so ist es, gebe dem Ganzen dann quasi nur noch mein Okay, wenn es überhaupt notwendig ist, oder mein Stempel, ja, das finde ich auch. So, und jetzt das, was hier steht, Antworten müssen geteilt werden, bevor sie dich finden können, das ist dann nochmal eine Stufe weiter. Das heißt, durch meinen transparenten Prozess sieht ja jemand anders, der eventuell den gleichen Prozess schon vor einem Jahr gemacht hat oder gerade drin ist, der sieht es ja. Und der sieht jetzt vielleicht, welche Schritte ich gerade mache. Also ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen. Ich fahre in Urlaub, ich fange jetzt das Kofferpacken an und angenommen, und das wollen wir natürlich nicht so Big Brother mäßig, aber jetzt einfach als Bild. Die Leute sehen, dass ich meinen Koffer packe jetzt gerade und dann sagen, hey, der hat jetzt diesen Klarsichtbeutel gar nicht drin, den er am Flughafen braucht. So, und dann sagt irgendjemand, weil er das sieht, hey du, vergiss nicht, du bist am Flughafen, wenn du Flüssigkeiten mitnimmst, brauchst du diesen Klarsichtbeutel. So, und ich habe die Frage noch gar nicht gestellt, was brauche ich denn eigentlich, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen zu fragen. Und das ist genau das, was wir da auch haben. Du bist in einem Entwicklungsprojekt, du bist irgendwo, hast angefangen, deine Dokumentation zu machen, sagst so, und jetzt machen wir die Schulungsunterlagen raus und plötzlich kommt die Frage, du, wie machst du das mit der Übersetzung? Wir haben das übrigens so gemacht. Und dann fällt dir plötzlich auf, oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht und ich habe aber schon den Mehrwert durch die Antwort. Und damit das passiert, müssen wir Vertrauen aufbauen, weil Fragen stellen, vor allen Dingen im professionellen Bereich, hat natürlich auch ganz schnell was damit zu tun,
Welche Reputation habe ich? In der Vergangenheit war es immer so, dass Führungskräfte, die mussten eigentlich alles wissen. Die durften gar nicht fragen, weil das würde ja Schwäche zeigen. Ja, also das ist etwas, was sich sehr stark verändert, und dieses Vertrauen in das Team, das Vertrauen in das Netzwerk, das Vertrauen auch in ein Enterprise Social Network, wo ich natürlich nicht alle Leute kenne. Ich traue mich, Probleme anzusprechen, ich traue mich, über Fehler zu reden, ich traue mich, Fragen zu stellen. Also Failure Culture ist ja auch so ein ganz großes Thema. Das braucht unheimlich viel Vertrauen. Am Anfang wahrscheinlich einen geschützten Rahmen, später kann man es vielleicht sogar ja, also nicht im geschützten, sondern im öffentlichen Rahmen machen. Aber dazu braucht so eine Organisation auch schon eine ganze Zeit lang, um Leute nicht, ich sage jetzt mal, zu ahnden, oder dass es da Konsequenzen gibt für Leute, die sagen, Leute, hier habe ich einen Fehler gemacht. Also ich hatte selber das auch 2012, da hat mir mal jemand aufgrund eines Posts dann prophezeit, oder nicht mal einer, dass ich in dieser Firma keine Karriere mehr mache, weil wer so einen Blödsinn macht sozusagen und dann auch noch das öffentlich zugibt, also der ist ja wohl bescheuert. Also habe ich selber auch erlebt, das ist nicht ohne. Aber wenn man da durchgeht und wenn, wie gesagt, dann das Netzwerk auch groß genug ist von Leuten, die das dann unterstützen, und in dem, genau in dem Fall waren da ganz viele Leute, die da auch unten, also auch öffentlich drunter geschrieben haben, danke, dass du das gesagt hast. Ich hätte mich das nie getraut, mir ist es auch passiert. Andere haben drunter geschrieben, danke, dass du es gesagt hast. Jetzt habe ich das gleich korrigiert, sonst wäre es mir jetzt auch passiert. Also das hat auch ganz viel Mehrwert. Und es ist natürlich schön, wenn man schon ein Netzwerk hat und wenn die Leute dann auch schon dir dann öffentlich sichtbar Rückmeldung geben, das steht dann da auch dort. Das heißt, ich will nicht sagen für alle Zeit, aber für lange Zeit ist es dann auch irgendwo so eine Art Leitplanke, an der sich die Leute dann auch orientieren. Und ich kriege im Moment von einigen Leuten das Feedback, vor allen Dingen mit den Guides, die mir sagen, du, ich beobachte dich schon jetzt schon ein paar Jahre, was da so passiert. Das ist sehr, sehr spannend. Wir haben ja immer gemeint, irgendwann kriegt er mal eine auf den Deckel und dann ist das wahrscheinlich alles tot. Ist es aber nicht. Also ich habe das Glück, oder das funktioniert so, dass es eigentlich immer weitergeht und dass die Themen teilweise immer spannender werden. Und das ist natürlich für viele, viele Leute, wir reden beim Web ja mal 1,99, 1% ist aktiv, 9% ist responsive, also geben Antworten, kommentieren, liken, 90% schauen zu. Wenn 90% einer Person zuschauen, die jetzt da ihren Weg macht oder die sagt, ich mache das auf die Art und Weise und die Organisation reagiert da positiv drauf, dann sind es 90%, die da gerade lernen daran. Und die werden auch von diesen 90% werden Leute das reflektieren und werden dann auch anfangen, das im Kleinen zu machen. Zumindest ist es meine Hoffnung und das ist das, was ich auch ganz oft erlebe. Work, haben wir schon gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen kürzer, Dinge einfacher zu machen, weniger Klicks, aber mehr Impact zu haben. Lass uns das mal genau anschauen, wie das ausschaut, mit einem Beispiel, das ihr sicher alle kennt. Stop sending, start sharing, haben wir das mal genannt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal so einen Fall, den vermutlich jeder von euch vielleicht sogar jeden Tag hat. Das heißt, jemand hat ein Dokument, das hat er erstellt, wenn es noch ein Dokument ist. Wie gesagt, bei uns ist das dann oft ein Wiki oder ein Blog. Dann geht das ganze Ding zu irgendjemandem, entweder zur Freigabe, zum Review oder zur Überarbeitung oder zum Input geben. Und dann geht es wieder zurück. Was passiert auf dem Weg? Es ist erst auf meiner Festplatte, wenn ich noch mit Dokumenten arbeite. Dann schicke ich es jemandem. Damit ist es dann im Postausgang von mir, im Posteingang vom anderen. Dann muss er sich's runterladen auf seine Festplatte, damit er es bearbeiten kann. Dann habe ich schon 4 Kopien von diesem Dokument. 4 Stück. Jetzt bearbeite ich das Ganze. Jetzt habe ich eine neue Version erzeugt. Die schicke ich wieder zurück oder schickt der andere wieder zurück. Dann ist es in seinem Postausgang, in meinem Posteingang, Eingang. Und damit ich das Ganze dann wieder irgendwo als Version oder irgendwo abspeichern kann, muss ich es wieder auf die Festplatte packen. Das heißt, ich habe bei einer einzigen Bearbeitung von einem Dokument schon 7 Dokumente erzeugt. Und die liegen alle in Mails, in unserem Mailsystem drin und auf den verschiedenen Festplatten. Das ist extrem ineffizient, aber da schaut natürlich keiner ran, weil jeder sieht immer nur das eine Mail. Dieser Prozess, den wir jetzt gerade angeschaut haben, der ist nicht skalierfähig. Das heißt, wenn da zwei Leute dabei, also es ist schon, aber das wird dann richtig schlimm, wenn da zwei Leute dabei sind, brauchen wir jetzt nicht großartig weiterrechnen, wie viel das dann wird, oder wenn ich zwei oder drei solche Zyklen habe. Es wird unheimlich viel Aufwand und das ist der Grund, warum unsere Mails so voll sind. Es ist extrem unwirtschaftlich, weil jedes File kostet Geld zum Speichern, kostet Geld zum Archivieren. Es kostet Geld in der Bandbreite, weil wenn das Ding 2 Megabyte hat, dann haben wir jetzt schon 14 Megabyte verbraten. Also auch in der Bandbreite muss man sich's überlegen. Also das ist so ein letzten, lass uns das Old Work Style Weg nennen, wo die Leute einfach mit Senden von Informationen oder Dokumenten unheimlich viel Aufwand generieren. Und wenn ich das jetzt im New Work Style sozusagen anschaue, wie wir es nennen, dann baue ich halt dieses, wenn ich ein Dokument brauche,
dann mache ich das Ding halt gleich in OneDrive oder in einer Cloud-Applikation. Ich gebe jemandem den Link dazu frei. Ich kann auch sagen, editieren oder nur lesen. Und dann kann ich das, und dann schaut er drüber, macht sein Ding und es bleibt immer ein Dokument. Es wird eine neue Version oben drüber gelegt. Und das ist natürlich extrem skalierbar. Das kann ich auch mit 50 Leuten machen. Das kann ich auch mit 30 Zyklen machen. Es wird deswegen, wird es nicht wahnsinnig mehr. Ich habe eine ganz geringe Bandbreite, weil nur der wirklich was macht, auch das Dokument überträgt. Ja, und es gibt nur ein einziges Dokument. Auch die ganze Frage, welche ist jetzt die aktuelle Version, die bei dem oberen Vorgehen natürlich nach 3 Zyklen irgendwann wirklich schwierig wird, ist unten überhaupt kein Thema mehr. Also ja, es geht. Ich kann mit viel weniger Aufwand viel mehr Wirkung oder auch Qualität erzeugen. Und diese Arten von Workflows, die suchen wir natürlich gerade und davon beschreiben wir im Moment ganz viele. Wir nennen die bei uns New Workstyle Workflows. Und da gibt es eine ganze Menge, die teilweise entweder auf technischem Know-how beruhen oder einfach, weil ich es anders mache. Ich mache mal noch ein kleines anderes Beispiel. Wenn man Meetings macht, dann geht es mit Outlook und mit Skype und mit OneNote inzwischen ja relativ schick. Das sind 3 Programme, die extrem gut miteinander verlinkt sind. Ich habe also Agenda, Protokoll, Einladung, Teilnehmer, ich habe alles beieinander. Jetzt kann ich den Workflow aber trotzdem noch so machen, dass ich da 5-mal klicken muss und jedes Mal noch unterscheiden muss, mache ich jetzt ein virtuelles Meeting oder ein physisches Meeting. Was wir hier machen, ist im Endeffekt, dass wir hergehen und sagen, was können wir denn noch vereinfachen? Und wir haben jetzt im Endeffekt so einen kleinen Workflow, wo wir sagen, mach aus jedem Meeting ein virtuelles Meeting. Also nicht, trefft euch nicht mehr, sondern drück einfach immer, mach ein Skype-Meeting. Weil damit hast du automatisch die Telefoneinwahl mit drin, du hast die Skype-Einwahl mit drin und natürlich dann mit OneNote und so weiter auch Agenda und Protokoll. Und wenn du es nicht brauchst, dann ist es völlig wurscht, das kostet nichts. Aber wenn du in dem rein physischen Meeting dann plötzlich doch noch jemanden brauchst, dann ist alles aufgesetzt, du musst nur noch auf den Knopf drücken. Ja, wir erleben es ganz oft, dass die Leute in den physischen Meetings dann plötzlich sagen, jetzt bräuchte man noch den Müller oder den Ying oder den, wie auch immer der heißt, in welchem Land, den bräuchte man jetzt noch und dann geht das Gerödel los und dann müssen wir dem schneller Link schicken und dann, also das ist ein Riesenaufwand. Braucht man alles nicht. Und das ist jetzt so nicht eine toolseitige, sondern eher so vom Mindset her. Ein anderer Klick, ein anderes Vorgehen. Jedes Meeting ist vom Setup her ein virtuelles Meeting, dann ist jedes Meeting perfekt vorbereitet. 15 Minuten noch. Danke dir. Collaboration, das glaube ich, könnt ihr auch nachlesen oder nachhören in den Podcasts. Da gehe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig drauf ein. Wir haben jetzt gerade, heute ist das letzte von den 15 Guide-Events fertig, also das dritte Modul, wo wir jetzt über 1.000 Guides ausgebildet haben. Sind noch fast 1.000 in der Pipeline. Da müssen wir jetzt demnächst loslegen. Dieses Verständnis, ich bin nicht allein, ist extrem wichtig für die Kollaboration, für die Zusammenarbeit, dass man sich gegenseitig hilft, dass man gemeinsam eine höhere Qualität erreicht. Wir haben, wie schon am Anfang gesagt, wir machen ganz wenig eigentlich mit Dokumenten. Wir haben fast alles in dieser Community drin. Inzwischen sind es unten 3 Zeilen. Da findet ihr die ganzen Lernoptionen drin, da findet ihr die ganzen Supportoptionen drin. Wir haben alles mit den Mitarbeitern zusammen erarbeitet. In der Community sind im Moment also knapp, jetzt haben wir es wahrscheinlich nächste Woche, werden wir es knacken, werden wir die 20.000 Leute drin haben, die sich da drin beteiligen, zuschauen und entsprechend diesen Wandel mitmachen. Wir schauen mal in die Lernoptionen so ein bisschen näher rein. Ich gehe nicht in alle rein, weil, wie gesagt, die sind in dem langen Video auch näher erklärt. Die Guides haben wir schon erwähnt, also ein Change Agent Netzwerk, das jetzt auch als permanente Rolle auch für andere Projekte demnächst zur Verfügung steht. 10% ihrer Arbeitszeit machen die als wahrscheinlich größtes, stabiles Netzwerk in einer Organisation, würde ich jetzt mal behaupten. Mit 1.000 Leuten, glaube ich, kann man das, glaube ich, schon proklamieren vielleicht. Tendenz steigend. Wir haben dann das Thema Travelers Guide, das ich ja kurz am Anfang schon gezeigt habe. Also es gibt da eine Druckversion davon. Da sind alle möglichen Sachen drin. Ein paar von den Folien, die ihr jetzt gesehen habt, sind Seiten aus dem Travelers Guide. Das ist jetzt mal eine andere Form der Begleitung in einer Migration. Das heißt, die Leute werden wirklich vor, während und nach dem, was da passiert, komplett begleitet. Mit Hardware-Empfehlungen, mit Einstellungsempfehlungen, auch mit Mindset-Hinführung. Warum machen wir das Ganze? Wozu? Was sind die Möglichkeiten, um besser zu werden? Oder wenn du Fragen hast, die Sachen werden alle erklärt. Das ist eine relativ, man könnte sagen, umfangreiche, aber sehr auf den Punkt runtergebrochene Dokumentation. Eine Spannende daran war, wir haben mit IT da sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also wir haben nicht einfach nur dokumentiert, was IT gemacht hat, sondern wir haben das getestet und haben mit dem Test versucht, zusammen mit IT dann den Ablauf zu verbessern. Das heißt, es war ein ständiges Hin und Her zwischen so geht's,
wir testen es und finden das jetzt noch nicht so freundlich, userfreundlich, können wir es nicht anders machen, IT geht wieder zurück und sagt, aha, okay, dann machen wir es nochmal anders, dann wurde es wieder dokumentiert, dann haben wir es mit jemand anderem getestet und so hat sich das quasi immer, es ist immer einfacher geworden. Also wir haben auch festgestellt, dass wir viel zu wenig miteinander reden über die Funktionsgrenzen hinweg. Die Kunden für IT waren ganz oft zum Beispiel divisionale IT-Führungskräfte, die dann wiederum lokale IT-Leute als Kunden hatten und die hatten dann erst den Endkunden sozusagen. Drum ist ganz oft bei IT, das ist übrigens bei HR und bei anderen Funktionen genauso, dass die Zentralabteilungen inzwischen so weit weg sind von den Leuten, dass die gar nicht mehr verstehen, warum manche Dinge nicht gut ankommen bei den Leuten. Das haben wir damit versucht, wirklich die Leute wieder eins zu eins zusammenzubringen. Wie gesagt, ich springe nicht durch alles durch. Ich habe heute früh noch ein Video gepostet zu unserem Social Bot. Der wäre vielleicht noch ganz cool, einfach zu sehen, dass wir auch mit Artificial Intelligence und mit entsprechendem Background, mit Vernetzung der Systeme, wir haben ein User Forum aufgesetzt, wo sich User gegenseitig helfen können. Das wiederum, wenn Antworten gegeben sind, wird an den Bot weitergegeben. Der Bot ist damit dann jederzeit aussagekräftig. Und im nächsten Schritt werden diese guten Antworten oder die als Antwort bestätigt worden sind, dann auch in die IT Knowledge Base übertragen und sind damit für jeden verfügbar. Workflows habt ihr schon gesehen. CoachNet Knowledge Broker, vielleicht als ein Punkt noch. Wir gehen eigentlich nicht weg, sondern wir addieren zu dem üblichen Knowledge Management. Also wir sammeln die Informationen, konsolidieren sie, packen sie an eine Seite, weiter in die Richtung Knowledge Broker. Weil für uns ist Wissen etwas, was leben muss. Und was leben muss, muss durch die Köpfe durch. Das muss gesprochen werden, das muss diskutiert werden, in Frage gestellt werden, in neue Verknüpfungen gebracht werden. Und das machen bei uns die Knowledge Broker. Das sind also, ich würde mal sagen, im Moment 50 Leute weltweit in verschiedenen Regionen, die schauen, was gibt es auf YouTube, was gibt es bei Microsoft, was gibt es intern in unseren Blogs und Wikis. Und diese Knowledge Broker sorgen dafür, dass A, diese Informationen konsolidiert werden in CoachNet. Das ist so eine Art Wiki, wo wir Menschen und Informationen zusammenbringen. Und Menschen natürlich. Und dann gibt es die zweite Form, was die Knowledge Broker machen, ist natürlich die Antworten, die sie in dem New Work Social Support wiedergeben, also in dem User Forum. Also die sorgen dafür, dass das Wissen fließt, dass die Information verfügbar ist und dass sie über ihre Netzwerke, die sind natürlich auch alle gut vernetzt, dass das dann auch immer wieder auf die oberste Ebene kommt. Und das in Verbindung mit dem Tube42-Channel, der vielleicht noch als letztes zu erwähnen wäre. Wir haben einen Videokanal gemacht für die ganzen Themen, die wir den Leuten zur Verfügung stellen. Also das ist jetzt Projektinformation, das sind kleine Learning Bytes. Im nächsten Schritt ist es jetzt dann Migration TV, könnte man sagen. Also das, was man bei Kotter so lesen kann im Change Management, die Erfolgsgeschichten transportieren, was die Local Evergreen Teams auch machen, Erfolge, Lessons Learned, Probleme auch. Die werden da quasi jetzt auch der Projektfortschritt dann dokumentiert in kleinen 5 bis 10 Minuten Videos. Und dann nach dem Ganzen wird es dann Evergreen TV sein. Das heißt, dann werden wir den Leuten die neuen Funktionen, die über die Updates kommen, darüber präsentieren, so Art Minischulungen, Learning Bytes und so weiter. Dass wir auch ein Webtraining haben und das Ganze mit einem interaktiven Sidebar noch quasi aufgepeppt haben, sozusagen, wäre da nur vollständigkeitshalber. Also das Team, das da dahinter ist, macht einen unglaublich wahnsinnig tollen Job, da ganz in allen Gebieten neue Sachen auch rauszufinden. Kern von dem Ganzen natürlich ist das Guide-Netzwerk. Wie gesagt, da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu verlieren, weil es da einfach schon so viel Material da draußen gibt. Es gibt jetzt inzwischen fast in jeder großen Firma schon Guide-Netzwerke. Das ist einfach der sinnvollste Ansatz, Komplexität zu begegnen, indem ich über Change-Agent-Netzwerke Leute aus dem eigenen Umfeld heraus quasi dafür neugierig mache. Es gibt ganz viele Leute, die wollen ständig was Neues haben. Das sind so typische Guides, die dann freiwillig hergehen und sagen, ich helfe mal meinem Team, meinen Leuten und bringe die da rein. Funktioniert unglaublich, dauert eine ganze Zeit lang. Den Traveler's Guide habe ich euch schon gezeigt. Wie gesagt, ist einfach eine, denke ich, ganz wunderbare Geschichte, um Leute wirklich zu begleiten. Und zwar jetzt nicht in Form von, so unterscheiden wir auch immer Intranet und Social Media, Enterprise Social Media. Das eine ist eine möglichst gute Darstellung, das ist Marketing. Das wäre jetzt so das Intranet. Da zeige ich, was ich für eine tolle Abteilung habe, welche Produkte wir haben und wie super das alles ist. Die hilft mir jetzt in meinem Tagesgeschäft relativ wenig. Ist aber notwendig, damit ich diese Informationen kriege. Der Traveler's Guide ist auch eher in dem Social-Bereich zu sehen. Da geht es jetzt nicht darum zu zeigen, wie cool das Projekt ist,
Also machen wir auch, wir wollen es schön darstellen, aber es geht im Kern darum, was musst du tun, damit du selber erfolgreich bist, damit es bei dir möglichst gut funktioniert. Und da stehen halt eben auch Sachen drin, die jetzt nicht so schick sind vielleicht, aber wir haben es halt nicht lösen können und darum haben wir es beschrieben. Also die sind wirklich vom User-Fokus her, würde man jetzt sagen, das ist so ein typisches Ergebnis von Design Thinking. Wir haben es halt in der Ecke noch weitergetrieben. Wir haben halt jetzt nicht nur gedacht, sondern wirklich auch mit den Leuten dann sehr, sehr aktiv über einen langen Zeitraum gesprochen, hingesetzt, wieder überarbeitet, mit der Agentur zusammen das Bilderkonzepte überlegt, mit IT optimiert, wieder zurückgegangen. Also es ist ein ganz, ganz langer und oft stattgefundener Prozess. Genau, Tube 42 hatte ich schon erwähnt. Da habt ihr mal ein paar Bilder dazu. Der Ingo Stoll, der unterstützt uns da unglaublich gut. Der ist da quasi unser Moderator von überall auf der Welt, moderiert er quasi die Show. Den findet ihr auch, der hat einen ganz tollen Modcast, Masters of Transformation heißt der, ist absolut zu empfehlen und der macht bei uns da eben eine tolle Moderation von dem Tube 42 als quasi externer Moderator. Man kann sich das vorstellen wie so ein bisschen eine kleine Late-Night-Show. Links unten seht ihr die Anja, die macht da unseren Wetterreport, seht ihr mit den Wolken und den Sonne hinten. Das macht natürlich das Ganze alles viel, viel lockerer als ein IT-Projekt, wenn wir dann reden, ah, jetzt ist gerade ein bisschen stürmisch, weil da mit den Servern das klappt nicht und beim Zoll gibt es ein Problem. Oder eben ganz sonnig, wenn alles klappt oder so weiter. Es macht richtig Spaß. Und die Marita auf der rechten Seite von der Kommunikation, die ist natürlich ganz super in der ganzen technischen Erklärung, in dem Zusammenfassen vom Projektstatus und so weiter, vom sogenannten Outlook. Genau. Und da kann man alle möglichen anderen Formate auch reintun. Das User Helpdesk muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ihr wisst, wie sowas funktioniert. Bei uns ist der spannende Punkt einfach der, dass das komplett integriert ist. Ihr seht auf der linken Seite einen Screenshot davon. Das heißt, es gibt für jedes Tool, das in Office drin ist, gibt es im Endeffekt einen, oder nicht in Office, in unserem Projekt, also Connects, der orange Bubble da zum Beispiel, ist unser Enterprise Social Network, gibt es Foren. Ich habe heute früh nachgeschaut, 1779 Fragen stehen da drin und wir sind bei einer Antwortquote von ungefähr, ich glaube, 60% im Moment. Also es ist, und teilweise sind da aber Diskussionsstränge, die gehen über 3, 4 Seiten mit Screenshots und so geht's und so weiter. Also das ist unheimlich, wie toll sich die Leute engagieren. Ein wichtiger Satz dazu noch, das ist nicht etwas, was ganz oft dann gesehen wird, ah, wir wollen jetzt unseren Support schonen oder sowas und deswegen sollen sich die Leute selber helfen, sondern die Idee dahinter ist wirklich, die Kompetenz der Leute beim Fragen wieder zu erhöhen, weil wir erleben, dass die seit 20 Jahren ja immer nur noch Probleme delegieren an IT und die sind gar nicht mehr in der Lage, eine Frage zu stellen. Die rufen dann an und sagen, Computer geht nicht. Ja, und da kann man natürlich niemandem mehr helfen. Und da drin, wenn die Leute sehen, wie Leute Fragen stellen, wie Leute Fragen beantworten, das ist wie eine kleine Lernfunktion und das erleben wir, dass die Art und Weise, wie Leute fragen, schon deutlich besser geworden jetzt ist über diese Zeit. Also natürlich die, die mitmachen und man muss da auch ehrlich sein, das ist jetzt nichts, was 150.000 Leute nutzen, aber ja, also ich würde sagen, der Erfolg ist schon ziemlich groß, weil die wenige, also wir reden jetzt von ein paar tausend Leuten, die da drin arbeiten, sorgen ja dafür, dass alle anderen über den IT-Support und den Bot dann wieder den Erfolg haben. So, und damit wäre ich jetzt in der Halbkurzform, mittleren Form sozusagen durch die verschiedenen Kapitel durch. Es ist, wenn ich es jetzt zusammenfassen würde, vielleicht ein Viertel von dem, was wir in dem Projekt machen. Also das sind so unglaublich viele Themen, die wir alle angegangen sind. Wir haben die 12 Lernoptionen angesprochen. Also 12-mal, eins davon sind die Guides nur, wenn man so will. Die Supportarten, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, auf eine völlig andere Art und Weise. Und wir stoßen damit natürlich an ganz, ganz viele Grenzen. Wie wir Dinge finanzieren, wofür wir Geld ausgeben. All diese Themen sind für die Continental sehr, sehr ungewohnt, und stoßen dann natürlich an Fragezeichen oder auch auf Ablehnung. Die Community heißt 42. Wir orientieren uns an diesem Film von Douglas Adams im Endeffekt, weil wir die Grundidee so gut finden, weil es einfach um Fragen stellen geht, nicht so sehr um Antworten. Also da ist ganz, ganz viel drin, was die Firma aufwühlt. Aber der Grundtenor ist sehr, sehr gut. Von den 10.000 Leuten, die wir jetzt schon migriert haben, haben uns 75% des Feedback satisfied oder very satisfied gegeben. Da sind wir natürlich super dankbar. Und wenn ich das kann, wenn irgendeiner von unserem Projektteam zuhört, danke, ihr seid der Wahnsinn. Okay, damit wäre ich erstmal durch. Ja, damit danken wir dir auch erstmal. Du hast einen kleinen Applaus verdient. Und ich halte jetzt mal die Aufzeichnung an.